Ich rufe auf den Einzelplan 10, das ist der Staatsgerichtshof. Zu dem Einzelplan sind keine Redezeiten angemeldet worden. Ich rufe jetzt den Einzelplan 11 auf, Hessischer Rechnungshof. Auch hier sind keine Redezeiten angemeldet worden. Und zum guten Schluss rufe ich auf den Einzelplan 15, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, und darf erteilen das Wort als erster Rednerin der Kollegin Dr. Sommer für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns müsste ja jetzt, dank Frau Ministerin Hinz, Redezeit zugewachsen sein. Vielleicht könnte Herr Präsident mal kurz sagen, ob das so ist. Nein? Glauben Sie nicht? Okay. Okay, dann wollen wir mal durchstarten. Der Haushalt im Wissenschaft- und Kunstbereich versucht nachzusteuern. Es gibt ein bisschen mehr Geld, viel Pflicht, ein paar Prestigeobjekte, aber wenig Kür. Es wird unter anderem in die Qualität von Lehre investiert. Die Betreuungsrelationen sollen verbessert werden. Da ist Hessen im Moment noch Schlusslicht. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Landesregierung. Sie hat nicht geschafft, den Mittelbau angemessen bislang auszustatten und die Betreuung zu garantieren. Ob nun die zur Verfügung gestellten Gelder tatsächlich etwas bewirken, das werden wir dann in der Folge sehen und werden wir auch beobachten. Das wird auch das Uni-Barometer dann zeigen. Wichtig ist, dass die Landesregierung aber gute Rahmenbedingungen für gute Bildung herstellt. Da kommt sie nur in Grenzen nach. Das sieht man auch an den Studentenwohnheimplätzen. Hier gibt es Kapazitätsengpässe. Das sieht man auch an den durchschnittlichen Wartezeiten, die ja bis zu 6, teilweise in Wiesbaden und Frankfurt auch 9 Monate und in Frankfurt und Wiesbaden bei 13 und 14 Monaten liegen. Ein Punkt ist auch der Digitalpakt. Hier gibt es auch Mittel. Sie konnten uns noch nicht sagen, ob die ausreichend sind für das, was alles ansteht. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle den Universitäten ein Dankeschön sagen für ihr tolles Engagement. Chapeau, dass Sie in kurzer Zeit so flexibel Lehre und Lernen angepasst haben. Auch im Kulturbereich wissen wir nicht, ob das ausreichend ist. Wichtig wären Dauerförderprojekte, damit man Objekte sichtbar machen kann. Gerade Lizenzgebühren müssten da finanziert werden. Da gibt es einen Vorschlag vom Hessischen Museumsverband, 60.000 € für eine pragmatische und praktikable Lösung für alle Museen in Hessen. Auch bei den Musikhochschulen machen Sie einen schlanken Fuß. Da sind wir Schlusslicht. Da muss ich nicht so viel sagen, weil wir morgen das Musikschulgesetz beraten. Aber wir wünschen uns mehr Teilhabe und bessere Chancengleichheit, bessere Arbeitsbedingungen, gerade auch, weil der Kunst- und Kulturbereich so stark betroffen ist. In der Pandemie braucht er jetzt jede mögliche Hilfe, egal ob Künstlerinnen, Künstler, Museumsmacher. Wir brauchen keine warmen Worte, wir brauchen echte Hilfen, denn vom Brot allein und von warmen Worten allein kann man nicht leben, meine Damen und Herren. Frau Dr. Sommer, darf ich ganz kurz, entschuldigen Sie bitte, aber da hier sehr viele Verhandlungen geführt wurden wegen der Redezeit, konnte ich gar nicht auf Ihre Frage an mich reagieren. Bitte sehr um Verzeihung, aber es ist jetzt so. Es zeichnet sich ja ab, also die Landesregierung hat jetzt schon 12 Minuten überzogen rund. Ich gehe davon aus, dass Frau Dorn auch noch einmal, weil es ein wichtiger Einzelplan ist, ein paar Minuten reden wird. Ich gehe insoweit davon aus, dass wir über 20 Minuten kommen. Die Regelung wäre dann, dass auf die Oppositionsfraktionen diese Minuten anteilig verteilt werden. Da kann man schon mal, oder mindestens jedenfalls 5 Minuten. Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich noch 40 Sekunden. Aber wenn Sie, das müssten Sie jetzt mit Günter Rudolph verhandeln. Sie könnten auch noch 5 Minuten und 40 insgesamt jetzt reden, wenn Sie Lust haben. Bitte schön. Also, Herr Rhein, deswegen habe ich die Frage am Anfang gestellt, weil jetzt habe ich versucht, da durchzureiten und bin schon fast am Ende. Aber dann sind wir heute Abend ein bisschen früher fertig. Macht ja auch nichts. Ja, meine Damen und Herren, man lebt eben nicht vom Brot und warmen Worten alleine. Und ich glaube, da müssen wir einfach nachsteuern, um alle Künstlerinnen, Künstler, alle Museumsmacher, Bühnentechniker, Kinobetreiber, um nur ein paar zu nennen, besser zu unterstützen. Kunst und Kultur.
Kultur, meine Damen und Herren, haben Tradition in Hessen. Das wollen wir natürlich bewahren. Wir sind stolz auf unsere Kunst- und Kulturschätze. Die Vielfalt, das Angebot, das muss erhalten und ergänzt werden. Aber dafür braucht es mehr. Mehr als beispielsweise 200.000 Euro für Greenfilm und Nachwuchsförderung und mehr als die längst überfällige Gagenerhöhung der Staatstheaterbeschäftigte. Das ist allenfalls ein Anfang, aber ein Hoffnungsschimmer. Als SPD ist es für uns Anspruch, dass jede und jeder die Möglichkeit haben soll, sich zu bilden, musische Talente zu entdecken, Kunst und Kultur zu erleben, eben teilhaben und lernen zu können. Deswegen brauchen Kunst und Kultur, aber auch die Hochschulen eine Finanzierung, die es eben ermöglicht, dass man alle mitnimmt und keinen zurücklassen muss. Wie zu Beginn gesagt, alle verschiedenen Produktbereiche erhalten ein wenig mehr. Wenn wir als Opposition, meine Damen und Herren, ein wenig mehr fordern, heißt es gleich immer, wir sind maßlos. Wir, meine Damen und Herren, wägen aber sorgfältig ab und werden unsere Haushaltsanträge vorlegen, die dort ansetzen, wo wir meinen, dass die Landesregierung zu kraftlos und zu kurzsichtig agiert. Das ist beispielsweise bei den Medizinstudienplätzen, auch bei den Lehramtsstudienplätzen, nicht zuletzt aber bei den Musikschulen. Da können Sie sich dann morgen ein bisschen mehr austoben. Uns geht es insgesamt um gute Beschäftigung, um Perspektiven für den Nachwuchs, für den Erhalt von Kunst und Kultur, damit wir in Hessen, so wie bei den Betreuungsrelationen oder der Exzellenzinitiative, kein Schlusslicht sind, uns weder im Bund noch auf internationaler Ebene verstecken müssen und dass wir vor allen Dingen die Potenziale der Menschen, die hier sind, in Hessen nach ihren Möglichkeiten fördern und teilhaben lassen. Und deswegen bin ich auch Frau Ministerin Hinz noch einmal dankbar, dass wir jetzt Redezeit zugewachsen bekommen haben. Denn Wissenschaft und Kunst ist ein ganz wichtiger Bereich. Hier sind viele kreative Köpfe, viele Ideen, viele Innovationen. Das bereichert unser Leben in so vielen Bereichen, meine Damen und Herren. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen sagen, Sie werden ja jetzt gleich sich loben für Ihre Rekorde. Ja, aber ich muss Ihnen auch sagen, wenn man jahrelang nicht so tief in die Tasche gegriffen hat, sind Rekorde ganz schön einfach. Das, meine Damen und Herren, ist im Sport anders. Rekorde gehen immer nur im Sport mit hartem Training. Aber wir erkennen an, Sie haben begonnen zu trainieren, und das ist gut so. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Abgeordnete Andreas Hofmeister für die Fraktion der Christdemokraten. Und lieber Herr Hofmeister, ich will Sie jetzt zwar, was die Redezeit betrifft, nicht verführen, aber Sie hätten rein theoretisch noch 13 Minuten und 5 Sekunden. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann bedanke ich mich erst einmal bei meinen Fraktionsmitgliedern, dass sie mir so viel Redezeit verbleiben haben lassen. Ich will mich aber bemühen, uns dann am Ende des Abends dann doch ein paar Minuten noch zu schenken. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dieses zu Ende gehende Jahr 2020 führt uns allen eindrücklich vor Augen, welch hohe gesellschaftliche Relevanz Wissenschaft, Forschung, aber auch Kunst und Kultur für uns alle haben. Die Corona-Pandemie fordert alle gesellschaftlichen Bereiche enorm, und die kritische Lage begleitet uns absehbar noch weiter. Aber, und das muss man an so einem Punkt auch feststellen dürfen, dank der Leistungen von Wissenschaft und Forschung sind mittlerweile mehrere Impfstoffe verfügbar oder so gut wie einsatzbereit und bieten damit die Grundlage, aus der Pandemiezeit herauszufinden. Und das ist eben auch mal ein Beispiel wieder dafür, wie wichtig gute Wissenschaft und Forschung sind, und da können wir uns in Hessen sehr sehen lassen. Da sind wir bei Weitem über das Trainingsstadium schon hinaus, Frau Dr. Sommer.
Und wir merken auch alle, was im täglichen Leben in diesem Jahr 2020 an Kunst und Kultur fehlt. Seien es Konzertabende, Festivals, Theaterbesuche, Museumsführungen und, und. All das sind keine Luxusbeschäftigungen, sondern ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen und sozialen Lebens. Und wir alle wünschen uns, dass dieses bald wieder stattfinden kann und damit unser aller Leben auch wieder bereichert. Meine Damen und Herren, ich habe diese Einleitung für die Debatte dieses Einzelplans 15 des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gewählt, weil in dem vorliegenden Werk für 2021 erneut sehr deutlich wird, dass eben Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur für die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen eine hohe Bedeutung einnehmen. Das Ausgabenvolumen wird in 2021 um rund 290 Millionen Euro auf rund 3,36 Milliarden Euro erhöht. Und eine der herausragenden Positionen ist hier der ab 2021 in Kraft tretende neue Hessische Hochschulpakt. Und die Steigerung gegenüber dem bisherigen Pakt beträgt allein für 2021 gegenüber 2020 über 72 Millionen Euro. Das ist auch keine Kleinigkeit. Das ist ein deutliches Zeichen, was wir hier für diesen Bereich setzen. Und insgesamt, auch das muss man in Relation betrachten, ist der Hochschulpakt 21 bis 25 mit insgesamt 11,2 Milliarden Euro dotiert. Das ist der finanziell größte und für die Hochschulen verlässlichste Hochschulpakt, den es jemals in diesem Land gab. Von daher, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Hochschulen erhalten damit noch mehr Planungssicherheit. Sie werden nachhaltig dabei unterstützt, noch besser in der Lehre zu werden, ihr Profil zu schärfen, sowie die so wichtigen Innovationsleistungen für die gesamte Gesellschaft weiter auszubauen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir selbstverständlich den Zukunftsvertrag Studium und Lehre nennenswert kofinanzieren, sprich die Bundesmittel an der Stelle. Und wir gehen mit der Schaffung der im Koalitionsvertrag zugesagten zusätzlichen W-Stellen konsequent den Weg, um die Betreuungsrelation an unseren Hochschulen zu verbessern. Und ich habe das schon bei der letzten Haushaltsdebatte gesagt. Hessen ist ein beliebtes Land bei Studentinnen und Studenten. Warum ist das denn so? Weil die Hochschulen so schlecht wären? Nein, weil sie eine hervorragende Leistung bringen. Wir wissen, dass wir in dem Bereich Betreuungsrelation noch einiges zu tun haben. Aber der Zuwachs der Studierendenzahlen über die ganzen letzten Jahre zeigt doch, dass wir hervorragende Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Und da wollen junge Menschen ihre akademische Karriere einschlagen. Und dabei werden wir sie von Seiten des Haushaltsgesetzgebers auch entsprechend weiter unterstützen. Und dass die Hochschulen so gut dastehen, ist natürlich auch den Verantwortlichen der Hochschulen zu verdanken, von den Präsidien über die Senate, über die Lehrenden, über die Forschenden. Es ist eine tolle Leistung, die wir hier im Wissenschaftsland Hessen erleben dürfen. Und dafür kann man an der Stelle auch mal herzlich Dankeschön sagen. Unser Bundesland ist ein starker Wissenschafts- und Forschungsstandort. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, geben wir mit der dritten Fortschreibung des Bauprogramms Heureka bis zum Jahr 2031 unseren 14 hessischen Hochschulen Planungssicherheit für Sanierungsmaßnahmen, für Neubauten. Meine Damen und Herren, bundesweit kann man nach einem solchen Programm suchen, was seit vielen Jahren nun mittlerweile dafür sorgt, dass die Infrastruktur der hessischen Hochschulen deutlich verbessert wird und stetig mit Planungssicherheit abgearbeitet werden kann. Mit diesem Programm gewährleisten wir moderne Lehr- und Forschungsgebäude. Die Entwicklung und die Profilbildung der Hochschulen wird damit unterstützt. Und da stehen auch wir weiterhin als Land Hessen an der Seite unserer Hochschulen, um im Wettbewerb der Länder um die klügsten Köpfe vorne mitzuspielen. Und ich darf auch noch einmal hinweisen auf die Frage der Forschungsförderung. LOEWE ist mittlerweile 12 Jahre alt. Die Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, seit 2008 laufend, mittlerweile über 900 Millionen Euro in Projekte dort verausgabt. Und diesen Weg werden wir auch fortsetzen, sodass wir in 2025 auf 100 Millionen Euro Jahresbudget kommen werden. Und es gibt dort mittlerweile wirklich zahlreiche Beispiele, von denen man sagen kann, ja, seht her, LOEWE wirkt. Es hat die Frage der Forschung und des Transfers wesentlich noch einmal befeuert. Aktuelles Beispiel dafür ist sicherlich das Entstehen des Max-Planck-Zukunftszentrums Mikrokosmos Erde, das aus einem LOEWE-Zentrum eben hervorgeht und nun in dem Bereich der mikrobiologischen Spitzenforschung gezielt wirken wird. Und das ist ein weiteres gutes Beispiel für die Frage, wie unsere Politik hier wirkt. Meine Damen und Herren, es ist auch hervorzuheben, der Digitalpakt Hochschulen sowie das Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz mit 20 eigenen
KI-Professuren. Und damit bauen wir die Grundlagen und die Infrastruktur für unsere Hochschulen in der digitalen Welt weiter aus. Und ich sage, es ist ausdrücklich ein Ausbau. Denn allein mit dem Blick auf Südhessen und exemplarisch genannt hier dem Fraunhofer-Institut Athene, ein 2019 gegründetes Institut für anwendungsorientierte Cybersicherheitsforschung für Wirtschaft, Gesellschaft und Staat unter Mitwirkung von TU Darmstadt und Hochschule Darmstadt, zeigt sich, dass unsere Hochschulen dank der entsprechenden Unterstützung in hochinnovativen Forschungsfeldern bereits sehr gut aufgestellt sind. Und dafür werden wir auch weiter einstehen. Und wenn wir uns insgesamt mal die Frage der Forschungsstandorte anschauen, wir haben aktuell 8 Max-Planck-Institute, 9 Fraunhofer-Institute, 5 Institute der Leibniz-Gemeinschaft. Das sind Zeichen, dass Hessen hier in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas einen sehr guten Ruf hat und wir auch weiterhin dafür sorgen werden. Und wir stehen als Koalition von CDU und Bündnis 90 Die Grünen ohne Wenn und Aber dazu, trotz der finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, dass wir unsere Hochschulen weiter unterstützen werden, um Studium und Lehre zu stärken, Wissenschaft und Forschung als Innovationsmotor in unserem Bundesland stetig zu fördern, um hier weiterhin unseren Platz an der Spitze der Bundesländer zu behalten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kunst und Kultur, sei es im Haupt- oder Ehrenamt, standen und stehen in diesem Jahr unter besonderem Druck. Über das Kulturpaket ist es gelungen, Strukturen etwa im Bereich der Festivals zu erhalten, sowie Künstlerinnen und Künstler mit Stipendien zu unterstützen. Aber gleichzeitig sehen wir uns wohl alle danach, dass der Kulturbetrieb in unserem Land baldmöglichst wieder durchstarten kann. Und deshalb wird auch im Haushalt 2021 nicht etwa im Bereich von Kunst und Kultur gekürzt, sondern weiter unterstützt, sei es nun im Bereich des historischen Erbes, der Staatstheater, der Filmförderung oder der Musikförderung. Wir machen uns auch bei den Musikschulen keinen schlanken Fuß, Frau Dr. Sommer. Die Mittel für kulturelle Bildung und Vermittlung in Museen werden weiter erhöht und über unser Kulturbauprogramm Herkules sorgen wir für den Erhalt unserer baulichen Schätze. Diese Koalition kommt ihrer Verantwortung im Bereich von Kunst und Kultur nach. Dafür stehen wir ein. Und ich will an der Stelle auch etwas sagen im Punkto der Frage der Staatstheater. Zum einen natürlich der Frage der dort notwendigen Sanierungsmaßnahmen, die sich in den Haushalten abbilden, aber zum anderen auch in der Frage der dort Beschäftigten, der künstlerisch Beschäftigten. Die Frage der Mindestgagen ist etwas, wo wir ein deutliches Zeichen gesetzt haben, wie wir diejenigen, die an unseren Kultureinrichtungen tätig sind, auch nachhaltig unterstützen wollen. Ich will auch noch zum guten Schluss darauf hinweisen, die Mittel für die zentrale Stelle für Prominenzforschung, die nach NS-Raubgut an den Landesmuseen sucht und nichtstaatliche Museen berät, werden weiter erhöht. Diese Beratungsstelle ist bundesweit vorbildlich. Hier sind wir auf einem guten Weg, um der besonderen Verantwortung gegenüber der deutschen Geschichte gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, als exzellente Kulturinstitution, die europaweit einzigartige Kronberg Academy, daran komme ich an der Stelle nicht vorbei. Es ist ein Institut, wo junge Menschen, hochbegabte Musikerinnen und Musiker eine hochqualifizierte Ausbildung mit Bachelor- oder Masterabschluss in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst machen können und am Ende zu den absoluten Spitzenmusikern gehören. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass wir hier mitten im Rhein-Main-Gebiet mit dem Casals-Forum etwas bekommen werden und dass uns andere Länder, ich sage an der Stelle andere Nationen, beneiden werden. Dort wird schon eine hervorragende Arbeit geleistet und dort stärken wir auch weiter. Ich will enden zunächst noch mit einem herzlichen Dank an das Budgetbüro und natürlich auch an die Spitze des HMWK mit Ministerin Dorn, mit Staatssekretärin Azar, aber auch der dortigen Haushaltsabteilung für die guten Beratungen, die sachliche kursorische Lesung, die wir hier in diesem Saal hatten. Ich glaube, das hat auch gezeigt, dass dieser Einzelplan sehr gut aufgestellt ist. Und ich glaube, dass wir mit diesem Einzelplan 15 in Verbindung mit dem Einzelplan 18, den Bauprogrammen dort, können wir einen absoluten Zukunftshaushalt vorlegen. Wir sichern damit die Grundlage für Innovation und Fortschritt durch eine attraktive Hochschul- und Forschungslandschaft und erhalten unser kulturelles Erbe als Verpflichtung gegenüber den zukünftigen Generationen. Und diesen Weg gehen wir als Koalition von CDU und Bündnis 90 Die Grünen aus voller Überzeugung, um Hessen als starkes Wissenschafts-
und Kulturland in der Mitte Deutschlands und Europas zu erhalten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Hofmeister. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Theoretisch, Herr Dr. Grobe, hätten Sie jetzt noch 11 Minuten 42. Wir schauen mal, wie später noch die Anrechnungen sind. Aber 11 42 haben Sie auf alle Fälle. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als im Jahre 1834 Georg Büchner seinen hessischen Landboten veröffentlichte, sprach er davon, dass der Staat den Blutzehnten vom Leib des Volkes genommen habe. Was würde Büchner sagen, wenn er wüsste, dass es heute sogar der Blutzweit ist? Ein Blutzweiter, der höchstwahrscheinlich nicht mehr ausreichen wird, sprechen doch einige Altpolitiker bereits von einem Corona-Soli, den man einzuführen gedenkt. Georg Büchner würde möglicherweise nicht mehr zum Friede den Hütten, Krieg den Palästen aufrufen, sondern zum Friede den Bürgern, Krieg den Gutmenschen. Natürlich würde dies heute als Hass und Hetze eingestuft, und der Goddelauer Schriftsteller müsste erneut fliehen oder sich vor der Beobachtung des merkeltreuen Verfassungsschutzes fürchten. Viel scheint sich nämlich zu damals nicht geändert zu haben, mit Ausnahme, dass man für das Aussprechen der Wahrheit wenigstens nicht mehr wie zu Büchners Zeiten gehängt wird. Doch in Zeiten der universellen Täuschung wird ganz nach George Orwell das Aussprechen der Wahrheit zur revolutionären Tat. Und das gilt leider auch bezüglich nicht weniger Inhalte des Einzelplanes 15, auf den ich nun eingehen werde. Denn anders als die Wissenschaftsministerin, die ihren Etat von Jahr zu Jahr immer wieder erhöht, und das auch in Corona-Zeiten, setzen wir nun zum Wohle des hessischen Steuerzahlers und der Wissenschaft erneut den Rotstift an. Als einzige Fraktion fordern wir nämlich die Einsparung von über 13,7 Millionen Euro. Darüber hinaus sollen weitere 23,2 Millionen Euro innerhalb dieses Einzelplanes umgeschichtet werden. Denn es geht uns um die Zukunft unseres Bundeslandes und nicht um eine ideologische Beeinflussung von Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft und Kunst müssen frei bleiben, meine Damen und Herren. Beginnen wir mit den Landesmitteln in Höhe von über 4,5 Millionen Euro für die 4 Studienkollegs, welche vollständig zu streichen sind. Denn die Kosten für die Sprach- und Fachkurse, die zur Aufnahme eines Studiums an einer hessischen Universität benötigt werden, sollten von den Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung selbst getragen werden. Ansonsten würde dies eine deutliche Benachteiligung deutscher Bewerber darstellen. Und das wollen doch auch Sie, die überall Ungleichbehandlungen erkennen, doch auch nicht, oder? Zudem sollte jeder, der in Deutschland studieren möchte, auch der deutschen Sprache im Vorhinein mächtig sein. Und das auch, obwohl Ministerin Dorn der englischen Sprache gegenüber der eigenen, man nennt sie noch Deutsch, den Vorteil geben möchte, wie sie jüngst in einer Ausschusssitzung zum Besten gab. Aus diesem Grund fordern wir die völlige Streichung von 1,3 Millionen Euro des Hessenfonds für Flüchtlinge. Denn auch dieser gesonderte Fonds benachteiligt hessische Studenten und stellt eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Flüchtlinge, die in Hessen studieren wollen, müssen genau wie alle anderen Studienanwärter eigeninitiativ dafür Sorge tragen, dass sie die nötigen Fähigkeiten erwerben. Nicht zu vergessen, dass der Status Flüchtling derzeit noch eine zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis in Deutschland beinhaltet. Ich weiß natürlich, dass die Grünen laut ihrem Grundsatzprogramm im nächsten Bundestag die deutsche Staatsbürgerschaft auch für Flüchtlinge, eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft als Staatsziel im Grundgesetz und das Wahlrecht für alle Ausländer umsetzen möchten. Doch solange dieser katastrophale Umbau Deutschlands noch nicht vollzogen ist, gilt glücklicherweise noch das alte deutsche Recht, an das sich alle, auch Sie, zu halten haben. Was wir aber schleunigst brauchen, ist eine Eliten- und Exzellenzförderung, die ihren Namen verdient. Denn, wie wir aus einer Kleinen Anfrage erfuhren, sind alle 5 hessischen Universitäten im internationalen Hochschulvergleich meilenweit von den Spitzenplätzen abgeschlagen zu finden.
Und hier zeigt sich, dass Herr Kollege Hofmeister mit seiner Vorrede völlig daneben lag. Denn die Justus-Liebig-Universität Gießen etwa rangiert im QS-Ranking in der Gruppe 351 bis 400 und damit in derselben wie die Khalifa University der Vereinigten Arabischen Emirate. Wobei ich diese Platzierung sogar noch fast verstehen könnte, war es doch erst jüngst ein Biologe eben dieser Universität, der im Kontext mit Stockenten von Erpeln und Erpelinnen sprach. Hier hat wieder einmal die politische Korrektheit des Gendergaggers die Intelligenz überholt. Die Universität Kassel wurde übrigens im Ranking überhaupt nicht erwähnt. Dass keine der hessischen Universitäten unter den ersten 250 Hochschulen liegt, nennt die Landesregierung dennoch als einen Beleg für die internationale Sichtbarkeit. Frau Ministerin Dorn, das ist keine Sichtbarkeit, das ist ein Armutszeugnis Ihrer Politik. Doch was machen Sie? Anstatt dass Sie die fehlenden Bundesmittel für Exzellenzhochschulen kompensieren, kürzen Sie diesen Etat. Hieran erkennt man Ihr Desinteresse an qualitativ hochwertiger Forschung und Lehre, vielmehr setzen Sie weiter auf die Sozialpädagogisierung der Hochschulen. Wir dagegen wollen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich entgegenwirken und den hessischen Hochschulen international zu mehr Reputation verhelfen. Daher fordern wir, die gesamten Landesmittel des Hessenfonds für Flüchtlinge zur Exzellenzförderung umzuschichten. Denn das hilft nicht nur den sogenannten Fachkräften, sondern allen. Weiter fordern wir die Neuschaffung des Teilbudgets MINT-Fächer im Erfolgsbudget und statten diese mit über 21,7 Millionen Euro aus. Die Mittelvergabe soll zu 80% aus den beiden Teilbudgets Gender und Internationalisierung durch Umschichtung erfolgen. Zudem sind diese zwei Teilbudgets komplett zu streichen. Denn auch hier stellt eine finanzielle Förderung von Frauen sowie ausländischen Absolventen an hessischen Universitäten und Hochschulen eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Zumal eine Förderung der Berufung von Frauen Anreize schafft, dass Hochschullehrer ausschließlich aufgrund von Geschlecht und nicht aufgrund von fachlicher Qualifikation beschäftigt werden. Dies entwürdigt zudem die wissenschaftliche Leistung von Frauen in Forschung und Lehre. Oder halten Sie es, Frau Ministerin Dorn, mit Ihrer grünen Kollegin Katharina Schulze, die, ich zitiere Sie, bin stolze Quotenfrau, ist doch toll, Quotenfrau zu sein, ist damit aus eigener Leistung zu schaffen und die Gesellschaft mitzugestalten. Zitat Ende. Was genau ist denn die eigene Leistung dabei? Was Wissenschaftsministerin Dorn unter Gesellschaft mitzugestalten versteht, konnten wir erst jüngst feststellen. Denn sie will mit insgesamt 50.000 Euro über zwei Vereine Einfluss auf die freie Enzyklopädie Wikipedia nehmen. Damit soll ein angebliches Gender Knowledge Gap beseitigt und Wikipedia weiblicher werden, da das dortige Wissen angeblich sehr männlich dominiert sei. Und ja, es stimmt, es ist überwiegend männlich und noch schlimmer, es ist sogar weiß. Wir sagen Ihnen eines, das Land Hessen hat Wikipedia nicht mit Steuergeld zu finanzieren und vor allem nicht politisch-ideologisch. Was Sie nicht verstehen, ist, dass Wissen entweder sachlich richtig oder falsch ist. Es hat kein soziales oder sonstiges Geschlecht und ist auch nicht von einem dominiert. Ich frage Sie, Frau Ministerin, was hindert denn Frauen daran, ihr Wissen bei einer freien und für jeden zugänglichen Plattform wie Wikipedia einzubringen? Ihnen, Frau Dorn, und Ihrer Verbotspartei geht es nicht mehr um Erkenntnisgewinn, sondern darum, ob dieser mit der richtigen Haltung und vom richtigen Geschlecht verfasst wurde. Das ist der Einstieg in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Daher sind diese Mittel ebenso wie die 115.000 Euro für den Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre zu streichen. Denn auch hier führt wieder grün-linke Ideologie Regie, wie man an der Auszeichnung Bildung für nachhaltige Entwicklung leicht erkennen kann. Über Ihre Klientelpolitik wollen Sie letztendlich den Kulturmarxismus umsetzen. Dies sieht man insbesondere bei der Förderung im Bereich Kunst. Wir fordern Sie dazu auf, Ihren geistigen Kompass wieder einzunorden und sich nur um das Gemeinwohl einzusetzen.
Denn die Hessen brauchen keine einseitige politisch-ideologische Einflussnahme. Sie können doch selbst denken und handeln. Streichen Sie daher die Gesamtmittel für die Soziokultur, das Frankfurt Lab, La Prof, das Literaturforum Musanturm, die freie Theaterszene, den Verband Hessischer Amateurtheater, die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste, Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, die LAX und den Fonds Sicherer Hafen. Damit sparen wir auf einen Schlag fast 3,8 Millionen Euro ein. Gleichzeitig beantragen wir, das Archiv Frauen und Musik in das Deutsche Musikgeschichtliche Archiv zu überführen, damit dort künftig Synergieeffekte erzielt werden können. Zur Eingliederung sehen wir eine einmalige Erhöhung von 60.000 Euro vor. Da die Kulturrevolution angeheizt durch die Black Lives Matter-Bewegung und die Cancel Culture auch in Deutschland in vollem Gang ist und viele Gedenkstätten zerstört wurden und werden, fordern wir zudem eine Erhöhung der Landesmittel für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge von 65.000 Euro. Denn die Opfer der beiden Weltkriege dürfen wir als Mahnung für die Zukunft nicht vergessen. Gleichzeitig muss die Stellung der Gesellschaft für deutsche Sprache deutlich aufgewertet werden. Denn anders als die etwa Regierung, politische Linke und ZDF sieht diese Wiesbadener Institution im Genderstern den Gesslerhut der Genderideologie. Die Gesellschaft deutscher Sprache kommt zum Ergebnis, dass das Gendersternchen sich nicht eignet, um genderneutrale Personenbezeichnungen zu bilden. Diese sei mit den amtlichen Regeln der deutschen Sprache nicht vereinbar. Würden wir im realen Leben so sprechen wie so manche dieser Genderideologen, würden etliche unserer deutschen großen Dichter und Denker im Grabe rotieren. Oder um es mit der Vorzeigelinken Nele Polacek zu sagen, Gendern ist sexistisch. Lassen Sie mich mit Georg Büchner schließen. Das Wort hat der Kollege Dr. Grobe. Lassen Sie mich mit Georg Büchner schließen. Die Kunstsprache ist abscheulich. Ich meine, für menschliche Dinge müsste man auch menschliche Ausdruck finden. Denken Sie mal darüber nach. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Grobe, nächste Rednerin ist die Abgeordnete Eisenhardt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Danke schön, Frau Wiesner. Frau Eisenhardt, Sie haben noch 9 Minuten und 23 Sekunden. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Grobe, wie wir heute in der Hessenschau entnehmen konnten, ist Ihr Ranking zum Glück seit der letzten Landtagswahl um 5 Punkte runtergegangen. Liebe Demokratinnen und Demokraten im Haus, ohne Kultur bleibt es still. Ohne Wissenschaft fehlen uns wichtige Antworten. Die Pandemie führt uns vor Augen, was wir an Kultur und Wissenschaft haben und wie wichtig starke, vielfältige und unabhängige Kultur, Bildung und Forschung für unsere Gesellschaft sind. Eine gemeinsame Herausforderung in nahezu allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen, die Corona verdeutlicht hat, ist die Digitalisierung. Die von uns geplanten Initiativen Digitalpakt Hochschule und die Digitalstrategie für den Mandanten Historisches Erbe kamen daher genau zur richtigen Zeit. Beide Strategien haben drei Dinge gemeinsam. Sie setzen auf Kooperation und Synergien, sie etablieren Governance-Strukturen für die Steuerung von Digitalisierung und sie sind langfristige Strategien, die sowohl strukturelle Defizite in den Blick nehmen als auch Innovation fördern. Damit sind unsere Einrichtungen gerüstet für die Zukunft. Die Kulturschaffenden sind von den Einschränkungen durch die Pandemie hart getroffen. Mit unserem ersten Kulturpaket über 50 Millionen Euro haben wir sofort und punktgenau geholfen. Die erneuten Schließungen sind ein größer Rückschlag. Jetzt gilt es, an die Hilfen des Bundes angepasst unsere Instrumente weiterzuentwickeln und die vielfältige Kultur in Hessen zu erhalten. Ich bin überzeugt, dass wir aus der Krise auch für die
Kultur und die Kulturförderung lernen können. Unsere Kulturpolitik will die hessische Kulturlandschaft in ihrer Breite fördern und die soziale Situation von Künstlerinnen nachhaltig verbessern. Damit fördern wir auch in diesem Haushalt die Resilienz der Kulturlandschaft. Wir stärken die Kultur in Hessen in ihrer Breite, indem wir die Förderung für soziokulturelle Zentren weiter erhöhen, ebenso wie wir die regionale Kulturförderung Kultur im ländlichen Raum stärken und mehr in kulturelle Bildung investieren. Die Stärkung der soziokulturellen Zentren, der widmen wir uns seit Jahren. Seit wir in der Regierung beteiligt sind, haben wir die Mittel verdreifacht. Denn kulturelle Zentren bieten überall in Hessen, gerade auch im ländlichen Raum, ein Kulturprogramm über alle Genres hinweg und ermöglichen vielen Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben. Wir wollen die soziale Situation von KünstlerInnen verbessern und haben bei unseren eigenen Häusern angefangen. Wir haben an den drei Staatstheatern, dem Landestheater Marburg und am Staatstheater Gießen, eine hessische Mindestgage eingeführt. Ein Schritt, der auf große Zustimmung gestoßen ist. Und wir setzen diesen Weg fort und passen nun für eine Entlohnungsgerechtigkeit das Gagengefüge an, in Verantwortung gemeinsam mit den kommunalen Partnern in den Sitzstätten. Um die Situation von Künstlerinnen im Kunst- und Kulturbetrieb insgesamt zu verbessern und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, stellen wir gesonderte Fördermittel für Frauen in Kunst und Kultur zur Verfügung. Ebenfalls prekär ist oft die Raumsituation für Künstlerinnen. Es fehlt an bezahlbaren Ateliers und Werkstätten in Stadt und Land. Im letzten Jahr haben wir deshalb das Atelierraumprogramm gestartet, dessen Volumen wir dieses Jahr weiter erhöhen. Beim Ausbau der hessischen Filmförderung setzen wir in zweierlei Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Zum einen investieren wir verstärkt in die Nachwuchsförderung in der Filmbranche, zum anderen fördern wir nachhaltige Produktion unter dem Gütesiegel Grüner Drehpass. Damit stärken wir Hessen als attraktiven Standort für die Zukunft. Um die Vergangenheit geht es bei der Provenienzforschung zu NS Raubgut und der Rückgabe von entwendetem Kulturgut aus der Kolonialgeschichte Deutschlands. Die Übernahme dieser historischen Verantwortung ist uns wichtig. Bereits im letzten Haushalt haben wir die Mittel erhöht und wollen dies 2021 weiter tun. Es bleibt ein langer Prozess, denn die Aufarbeitung der Herkunft und Geschichte von Kulturgütern ist aufwendig. Unserer historischen und gesellschaftlichen Verantwortung wollen wir auch mit einem neuen Programm nachkommen. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wollen wir einen Fonds sicherer Hafen schaffen, der KünstlerInnen, JournalistInnen, AutorInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und WissenschaftlerInnen im Exil unterstützt. Wir wollen auf dem erfolgreichen Hessen-Fonds für geflüchtete Studierende und Wissenschaftler aufbauen und in Hessen aktive Organisationen für Menschen im Exil unterstützen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die AfD will, und auch nur deshalb allein schon eine gute Initiative. Die Pandemie trifft auch die Mitglieder in den Hochschulen. Das Engagement, das alle erbringen zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie, lässt sich nicht kompensieren. Um es konkret zu sagen, die Lehrverpflichtung für einen Lehrenden, der ein Laborpraktikum unter Hygieneauflagen 8 statt 2-mal durchführen muss, ist dieselbe geblieben. Auch die Mitarbeitenden in der Verwaltung, die die organisatorischen und technischen Herausforderungen meistern, bringen einen großen Einsatz. 40% der Studierenden haben von heute auf morgen ihren Job verloren. Besonders hart trifft es internationale Studierende. Die Hilfen der Bundesregierung kamen zu spät und fallen zu gering aus. Es zeigt sich dabei ein größeres Problem. Für den Großteil der Studierenden gibt es kein soziales Netz. Denn weniger als 25% der Studierenden sind theoretisch BAföG-berechtigt und nur noch 11% der Studierenden beziehen BAföG. Es braucht dringend eine grundlegende Reform des BAföGs. Denn ohne eine Studienfinanzierung des Bundes, die eben auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Studierenden berücksichtigt, können unsere hessischen Programme für mehr Bildungsgerechtigkeit leider immer nur bedingt ihre Wirkung entfalten. Wir lassen sie aber natürlich trotzdem nicht. Im Gegenteil, mit diesem Haushalt startet der neue Hochschulpakt. Das bedeutet ein Plus von über 72 Millionen Euro im nächsten Jahr für unsere Hochschulen. Denn wir steigern das Sockelbudget um 4% jährlich. Der Hochschulpakt verfolgt dabei zwei prioritäre Ziele: die Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse und die Steigerung der Betreuungsrelation und Qualität in der Lehre.
Dafür starten wir im Haushalt 2021 auch mit der Einrichtung der ersten 60 von 300 W-Professuren auf dem Weg zu einer besseren Betreuungsrelation. Im Hochschulpakt und in den Hochschulhaushalten steckt mehr als Forschungsinfrastruktur und curriculare Lehrbetrieb. Im Studium bieten die Hochschulen einer immer diverser werdenden Studierendenschaft die Chancen auf ein erfolgreiches Studium über Vorkurse, Orientierungsstudium, Beratungen, Tutoren- und Mentorenprogramme, fachliche Unterstützung wie Schreibzentren, interdisziplinäre Angebote, duale Studiengänge, Frauenförderung, Teilzeitmöglichkeiten und vieles mehr. Diese Programme fördern wir im Pakt gezielt, weil sie unerlässlich sind für Bildungsgerechtigkeit. Ganz wesentlich zur Bildungsgerechtigkeit tragen auch die hessischen Studierendenwerke bei. Im letzten Jahr haben wir ihre Förderung zum vierten Mal seit grüner Regierungsbeteiligung um 1 Million € erhöht. In 2021 sollen sie noch einmal einen Aufwuchs um 300.000 € für steigende Beratungs- und Betreuungsbedarfe erhalten. Die Pandemie hat die Studierendenwerke auch hart getroffen, mit Einnahmeausfällen bei Wohnheimen und Menzen, weshalb wir sie 2021 auch zusätzlich aus dem Sondervermögen mit 1,5 Millionen € unterstützen. Welchen Mehrwert Forschung und Wissenschaft für unsere Gesellschaft haben, zeigt nicht zuletzt auch wieder die Bekämpfung der Pandemie. Ich freue mich, dass sich die zwei der letzten Woche neu ausgelobten Null-Schwerpunkte der Bekämpfung von Krankheiten widmen und Hessens Forschungsprofil im Bereich Life Science und Medizin weiter stärken. Mit dem Haushalt 2021 erhöhen wir die Löwe-Mittel weiter. Unser Ziel ist es, bis Ende der Legislatur die Mittel von 60 auf 100 Millionen € jährlich zu steigern. Auch die außeruniversitäre Forschung wird mit diesem Haushalt gestärkt. Die beiden großen investitiven Schwerpunkte, neben den Baukostensteigerungen von FAIR, passen zu den Herausforderungen unserer Zeit. Die Erforschung neuer Arzneimittel im Fraunhofer-Institut für translationale Medizin und Pharmakologie und das Max-Planck-Zentrum Mikrokosmos Erde. Das ist Forschung für die Zukunft von Hessen. Ich möchte meine Rede beenden mit einem Dank an alle Kulturschaffenden, die in dieser Zeit neue, oft unwegsame Wege für Kultur beschreiten, und allen Mitgliedern der Hochschule und Forschungseinrichtungen, die den Laden am Laufen halten. Wir danken Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt.